Namaste, liebe Yogis. Ich freue mich, dass ich euch wieder Fit Yogis heute und hier an diesem ganz besonderen Platz begrüßen darf. Im Moment können wir nicht zusammen Yoga machen, aber besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Deswegen lade ich euch ein, hier mit mir in meinem Zuhause Yoga zu praktizieren. Macht einfach euer Zuhause zu eurem Wohlfühlort, rollt eure Matte aus und begleitet mich durch eine kleine Sequenz, eine halbe Stunde ungefähr. Wer regelmäßig zu mir in die Stunde kommt, der wird sich vertraut fühlen. Wir werden nichts Neues machen, sondern das, was euch allen wohl bekannt ist. Also ihr könnt euch ganz fallen lassen und leiten lassen von den nächsten 30 Minuten. Und wir starten direkt, indem wir uns einen bequemen Sitz suchen. Wenn du zu Hause eine Unterlage hast, wie einen Block, ein Kissen oder was auch immer, leg sie dir gerne unter und nimm dir die Zeit und den Moment, um anzukommen, wo auch immer du jetzt gerade bist. Richte die Wirbelsäule in ihrer vollen Länge auf, roll die Schultern nach oben wie nach unten und schließe die Augen. Fühle einen Moment hinein in diese ganz besondere Situation. Wir alle sind geleitet oder werden verleitet von Angst und Hysterie, von Panik und von all dem, was dazugehört zu der momentanen Situation. Und für diese 30 Minuten entscheiden wir uns, dass wir Situationen zwar nie ändern können und keinen Einfluss darauf haben, dass wir immer unsere Reaktion frei gestalten können. Du entscheidest jetzt und hier, dass du für diese halbe Stunde eine Auszeit nimmst und dich ganz deinem Yoga, deiner Praxis und dem Hier und Jetzt hingibst. Sanft die Augen, fühle dich jetzt ganz hier und jetzt angekommen und atme mit mir zusammen dreimal über die Seite mit weit gefächerten Armen ein und auch wieder aus. Leg deine ganze Achtsamkeit in diese eine Einatmung und in die Ausatmung. Nimm auf, was dir gut tut. Licht, Luft, Sonne, Sauerstoff. Und lass gehen, was alt und verbraucht ist. Nimm noch einen Moment die gefalteten Hände vor dein Herz, die Daumenrücken an dein Brustbein, verbinde dich mit dir selbst und setze für die heutige Praxis deinen Fokus. Was auch immer dich jetzt gerade im Moment beschäftigt, nimm es mit in deine Praxis. Und schau mal, was geschieht. Öffne die Augen, löse die Hände voneinander, nimm die Sitzunterlage unter deinem Po hervor. Leg die Hände nochmal sanft auf deine Knie, gib dem Rücken die volle Länge, die er jetzt haben darf, die Schultern nochmal nach hinten unten. Und dann beginne sanfte Kreise über deinen Sitzbeinhöckern. Lass die Hüfte dort, wo sie ist. Lass den Po auf den Boden. Und kreise dich langsam ein in dieses schöne Sufi-Kreisen, das wir immer gerne dafür nutzen, um den Körper zu entstressen, das System herunterzufahren und dich zu befreien von unnötigem, auch oft selbstgemachten Stress. Lass dich lenken von dieser beruhigenden Bewegung. Und leg den Fokus ganz auf das Atmen. Atme tief ein und vollständig aus. Halte kurz inne und ändere die Drehrichtung. Und überlass dich wieder ganz dir selbst im heilsamen Kreisen. Schau, dass viele Teile deines Körpers involviert sind, wie du kannst. Bauch, Hüfte, unterer Rücken. Und
Und dann lass die Kreise langsam zu Ende kommen, ohne abrupt zu stoppen, sondern langsam die Kreise beenden. Nimm beide Arme mit der Einatmung weit nach oben über Kopf und lehne dich mit der Ausatmung zu deiner linken Seite, erde die rechte Hand und komm einatmend wieder nach oben. Komm zur anderen Seite, erde jetzt die rechte Hand. Einatmen, beide Arme fächern auf, Twist nach links. Rechte Hand an den Oberschenkel, linke Hinterrücks. Kopf schaut über die Seite nach hinten. Einatmen über oben, ausatmen, Twist nach rechts. Gib den Rücken ganze Länge, bevor du dich wieder nach vorne zurückdrehst. Und dann überlass dich mal ganz nach vorne dem Boden. Wandere mit den Fingerspitzen so weit wie möglich an den Anfang deiner Matte oder darüber hinaus. Länge dich, dehne dich. Und dann zieh die Hände langsam wieder mit dir zurück und komm wieder in die volle Länge deiner Aufrichtung. Platziere deine Hände vor dir und rolle über die Knie in einen Vierfußstand. Im Vierfußstand achten wir immer darauf, dass die Handflächen und die Handgelenke genau unter den Schultern platziert sind und die Knie genau unter der Hüfte. Das machen wir natürlich auch zu Hause so. Mit der Einatmung fließt unser Becken sanft Richtung Boden. Die Fußspitzen stellen wir auf, ein bisschen mehr Aktivität, den Blick heben wir. Und ausatmen, lassen wir uns in einen wunderschönen Katzenbuckel rollen. Die nächste Einatmung trägt dich wieder zurück in den Kuhrücken oder Pferderücken und die Ausatmung wieder in deinen Katzenbuckel. Wiederhole noch einmal in jede Richtung, lege ein bisschen mehr Intensität in die Bewegung. Und dann komm einatmend in einen neutralen Rücken und ausatmend schieb den Po nach oben in deinen herabschauenden Hund. Im herabschauenden Hund bewege deine Füße auf der Stelle auf und ab. Schau mal, wie sich die Hüfte heute Morgen anfühlt. Wie ihr wisst, wenn wir viel zu Hause sind, dann schlafen die Beine und die Hüfte so ein bisschen ein, weil wir zu viel sitzen oder stehen. Wecke sie auf durch sanfte Bewegung. Und noch einmal nach unten, die Knie Richtung Boden, leg jetzt den Fußspann ab und schiebe den Po auf deine Fersen und schenk deinen Rücken ganz Länge. Die Stirn sinkt Richtung Boden und die Fingerspitzen wandern nach vorne. Atme tief ein und vollständig aus. Mit der nächsten Einatmung schieb dich wieder nach oben, erst in deinen Vierfußstand, dann in den herabschauenden Hund. Vielleicht magst du nochmal auf der Stelle walken, gehen, was auch immer gut tut, ist immer richtig. Dann lass langsam die Füße in Richtung Hände wandern, so lange bis deine Hände die Füße einrahmen und du dich sanft nach unten Richtung Boden sinken lassen kannst. Scheue dich nicht, die Beine leicht anzubeugen, um dem Rücken Länge zu geben. Und dann lass alles los, was losgelassen werden möchte. Kopf ist frei, ja, 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 nein, nein, nein. Schultern hängen locker nach unten, lass sie mal auspendeln, greife deine Ellenbogen und lass kleine Pendelbewegungen hin und her entstehen, die aus deinem unteren Rücken kommen und diesen und Verspannungen befreien. Und dann fließe langsam Richtung Boden und richte dich Wirbel für Wirbel nach oben hin auf. Wenn du im Stand angekommen bist, rolle die Schultern nach hinten unten und fühle dich sicher und stabil in Tadasana, dem Berg. Nimm die Arme einmal weit nach oben über Kopf, recke dich, dehne dich, strecke dich und räkel dich. Die Füße sind hüftbreit geöffnet, greife mit der linken Hand das rechte Handgelenk und zieh dich nochmal so richtig schön in die Länge.
Und einatmen über oben, ausatmen hier auf die andere Seite in die Länge ziehen. Einatmen über oben und ausatmen, sinke tief in deine Vorbeuge. Beuge die Beine so, dass dein Bauch auf den Oberschenkeln zu liegen kommt und setze den linken Fuß im großen Ausfallschritt nach hinten auf. Es ist jetzt wichtig, dass das Fußgelenk genau unter dem Kniegelenk sich befindet. Das hintere Bein ist aktiv, die Hände kommen auf ihre Fingerspitzen und du gibst deinen Rücken ganz in den Rücken. Fühle diese Länge in der ganzen Körperrückseite. Kraftvoll und aktiv. Mit der nächsten Ausatmung die Hände auf den Boden pressen und auch den rechten Fuß nach hinten zum linken bringen, in die Ausrichtung des Brettes, der Planke, der schiefen Ebene. Wenn das zu viel sein sollte heute, dann leg die Knie ab, leg den Fußspann ab. Ansonsten bleibe in der kraftvollen Ausrichtung und dann lass deine Ellenbogen eng am Körper gebeugt, schieb dich ein bisschen weiter nach vorne und sinke sanft in eine Bauchlage. Leg den Körper ab, lass die Hände dort, wo sie sind, unter den Schultern und rolle dich sanft in eine kleine Kobra. Atme aus, sinke mit der Stirn Richtung Boden. Atme ein, rolle dich auf. Die Füße bleiben zu jedem Zeitpunkt auf der Matte, die Fußinnenkanten sind geschlossen. Und noch eine Wiederholung hier. Einatmen, aufrollen. Ausatmen, gib Druck in die Hände, setz die Fußzehen auf, komm entweder über die Knie oder mit gestreckten Beinen nach oben in einen herabschauenden Hund. Wenn es passt, auch hier nochmal auf der Stelle laufen. Und sanft in die Dehnung der Beinrückseiten hineinspüren. Gib das linke Bein weit nach oben hin an und setz den linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Sinke jetzt auf dieser Seite tief in den Ausfallschritt ein. Komm auf die Fingerspitzen, gib dem Rücken ganze Länge. Und sinke noch ein bisschen tiefer ein. Solltet ihr die Kraft ausgehen, dann leg das hintere Bein am Boden ab, leg den Fußspann ab und erlaube dir die Hüfte einsinken. Fußzehen wieder aufstellen, solltest du sie abgelegt haben, nach vorne kommen, in die Vorbeuge und nochmal so richtig schön ausgehen lassen. Der Kopf sagt locker ja, 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 nein, nein, nein und alles fließt nach unten. Beuge nun die Beine, rolle die Schultern, hebe den Blick und öffne die Arme. Das kraftvolle Aufrichten mit ganz geraden Rücken. In den gestreckten Berg und ausatmend in die Grundposition, Tadasana, der Berg. Und wir wiederholen das Ganze. Einatmen über oben, ausatmen, tief in die Vorbeuge sinken. Mit dem Einatmen gibt dein Rücken ganze Länge und mit dem Ausatmen tritt diesmal mit rechts einen großen Schritt zurück. Auch hier wieder darauf achten. Linie, Knie, Fußgelenk, langer Rücken, Blick nach vorne und mit dem linken Fuß nachkommen in den herabschauenden Hund. Auf der Stelle treten, wenn es gut tut, Blick nach vorne richten und das ganze Gewicht nach vorne fließen lassen. Entweder Knie absetzen oder den langen Weg nach unten wählen und einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Ankommen, ausrichten, atmen. Das rechte Bein steckt auf, der Blick geht nach vorne und das Bein geht mit. Fuß zwischen die Hände aufsetzen. Tief einsinken in diese Hüftbeuge. Rücken lang, Blick nach vorne und dann wieder schließen. In die Vorbeuge. Für ein paar Momente loslassen, alles locker lassen, die Beine beugen
den Oberkörper anheben und in die Blitzposition kommen. Kraftvolle Haltung. Oberkörper lang, Füße und Po geerdet. Tief absitzen, als würdest du auf einem Stühlchen sitzen. Und mit der Ausatmung wieder in die Vorbeuge zurückkommen. Die Hände neben den Füßen ablegen, zurücktreten in den herabschauenden Hund, die Knie absetzen und dich nach hinten auf die Fersen schieben. Die Stirn sinkt in den Boden. Gönn dir einen Moment die Ruhe im gestreckten Kind und fühle die Länge deines Rückens. Lass Raum dort entstehen, wo sonst Enge ist. Wandere mit den Fingerspitzen noch ein bisschen mehr nach vorne und fühle, wie du Platz schaffst, wie dein Rücken aufatmet. Und dann hol dich langsam wieder nach oben. Einatmend, rolle dich auf. Komm in einen Fersensitz. Und richte dich in einen Kniestand auf, weit nach oben öffnen. Stell die Fußzehen auf und lass die linke Hand auf der linken Ferse aufkommen. Den rechten Arm weit nach oben, öffne deinen Brustraum, deinen Herzraum. In dieser Zeit, wo wir alle Angst haben und Panik aufkommen, wollen wir unser Herz öffnen für all das, was gut ist und all das in uns hineinströmen lassen, was uns beruhigt und was uns Sicherheit und Vertrauen schenkt. Ausatmen, die rechte Hand nach unten sinken lassen, den linken Arm nach oben aufsteigen lassen. Die rechte Hand greift die rechte Ferse und du lehnst dich weit nach hinten. Und dann lass das Ganze mal ein bisschen pendeln. Jeweils die gegenüberliegende Hand auf die Ferse. Die Hüfte schiebt aktiv nach vorne. Einatmen und ausatmen. Bleib in deinem eigenen Atemrhythmus, der die Geschwindigkeit deiner Bewegung bestimmt. Du musst dich zu nichts anfeuern, nichts muss schnell gehen, du hast alle Zeit der Welt. Und dann fließt du zu jeder Seite noch einmal. Und dann komm wieder zurück in deine Kindposition. Leg den Fußspann ab, setz dich auf die Fersen und rolle dich klein zusammen. Die Hände sind hinten bei den Füßen. Und in dieser klein zusammengerollten Position bleibst du und fühlst dich geborgen und sicher. Fühle deinen Atem, fühle, dass du hier bist, im Jetzt und hier, dass es dir gut geht, dass nichts dich unmittelbar bedroht, dass du ganz in dir selbst ruhen kannst. Tauche langsam wieder auf. Platziere den Po neben deinen Beinen und streck die Beine nach vorne hin aus. Die Fußzehen aktiv zu dir heranziehen, die Beine sind fest, vielleicht kannst du die Fersen sogar anheben. Die Hände sind rechts und links neben deinen Hüften und du rollst die Schultern nach hinten. Atme ein über die Seite, komm in Dandasana, den Stocksitz. Die Schultern tief. Und stell dir vor, deine Arme sind ein Trichter, durch die du alles Gute in dich hineinfließen lässt. Alles, was du jetzt brauchst, woran es dir fehlt und mangelt, wird über dir ausgeschüttet und fließt durch dich hindurch. Ausatmend, löse langsam die Spannung. Und wandere mit den Fingerspitzen sanft nach vorne, Richtung deiner Füße.
Irgendwann wird es nicht mehr weitergehen. Entgreife das, wo deine Hände jetzt angelangt sind. Halte dich hier fest, nutze die Zugverbindung, um dem Rücken ganze Länge zu schenken und ausatmend in die Tiefe zu sinken. Einatmen, lange Rücken, ausatmen, tief. Einatmen, lange Rücken, ausatmen, tief. Und dann noch eine Runde mit dem langen Rücken. Und mit der Ausatmung lässt du dich jetzt mit rundem Rücken, weichen Füßen, weichen Knien ganz sanft über deine Beine sinken. Jetzt darf alles weich und rund werden, alles losgelassen werden. Du musst nichts festhalten. Fließe hinein in deine Vorbeuge und lass den Atem mit dir fließen. Langsam rollst du dich Wirbel für Wirbel wieder auf. Die Schultern nach hinten unten, der Rücken lang, kommst noch einmal zurück in Dandasana, den Stocksitz. Atmest nochmal tief auf und mit der Ausatmung die Arme über die Seite. Hol dir dein rechtes Bein gebeugt zu dir heran und setze den Fuß auf die Außenseite des linken gestreckten. Achte darauf, dass der Fuß geerdet ist und die Gelenke in einer Linie sind. Mit dem Flechtgriff holst du dir das Knie zu dir heran, jetzt einen langen Rücken und dann umarmt der linke Arm das rechte Knie und du beschreibst mit dem rechten Arm einen großen Bogen über links und drehst dich in den Drehsitz hinein. Langsam dir den Arm wieder zurück und komm in einen kleinen Gegentwist. Beide Beine wieder ausstrecken, gegebenenfalls lockern, das linke Bein heranziehen und über das rechte Bein setzen. Wieder im Flechtgriff Knie und Brust einander annähern. Dieser Fuß bleibt aktiv. Und den rechten Arm dazu nutzen, deinen Rücken zu längen, das Knie zu dir heranzuziehen und mit dem linken Arm weit nach oben über die Seite in die Rotation kommen. Langsam wieder zurückfinden. In einen Gegentwist kommen. Und beide Beine mal richtig schön ausschütteln. Hol dir die Fußsohlen aneinandergelegt zu dir heran. Nutze auch hier wieder den Flechtgriff, um unter die Füße zu fassen und eine Verbindung herzustellen. Die Hüfte öffnet sich, die Schultern sind von alleine nach unten gezogen und der Rücken ist ganz lang. Ausatmen, löse die Zugverbindung, mach dich rund und klein und schieb die Fußsohlen ein kleines Stück nach vorne, dass du deine Unterarme ablegen kannst und rolle dich über deine Füße. Lass auch hier wieder alles los, alles weich werden, sodass dein Rücken entspannt in die Dehnung kommen kann. Und atme tief durch. Langsam wieder nach oben. Helfe deinen Beinen von außen durch einen sanften Griff sich zu schließen. Und zieh einmal die Füße ganz nah zu dir heran, ohne sie auf den Boden aufzustellen. Und langsam in die Kutscherhaltung kommen. Ganz rund und klein machen. Dann
greife mit der Außenkante, mit der Handfläche die Außenkante des rechten Beins und strecke das Bein mal richtig schön und fächere es auf, ohne den linken Fuß am Boden abzusetzen. Beide Beine wieder zueinander führen und das linke Bein langsam wieder zueinander. Und diesmal die Beine in eine weite Grätsche nach außen hin öffnen. Die Hände sind rechts und links neben der Hüfte. Richte dich einmal auf, um den Rücken aufrichten zu können. Zieh die Fußzehen zu dir heran und lass dich dann ganz sanft nach vorne sinken in eine wunderschöne Vorbeuge. Zieh die Hände wieder zu dir heran, richte dich auf, helfe nun den Knien von innen wieder sich sanft zu beugen, führe nochmal die Fußsohlen zueinander, beug dich nochmal über deine Fußsohlen, richte dich wieder auf, komme an den Anfang deiner Matte. Und lege dich auf der Matte ab. Die Beine sind weit ausgestreckt, die Arme gehen über Kopf, du kommst in deine volle Länge und räkelst dich und streckst dich und dehnst dich. Und dann holst du dir die Knie zu dir heran, ganz klein und rund, ein Päckchen, kleine Massage über dem unteren Rücken, Arme weit auffächern. Die Knie fallen nach rechts, der Kopf geht nach links, du kommst in eine Rotation. Mit der Einatmung die Knie wieder nach oben nehmen, mit der Ausatmung Knie nach links, Kopf nach rechts. Bleibe in deinem eigenen Rhythmus, in deiner Atmung, lass abwechselnd Knie und den Kopf zu einer Seite fallen. Dabei fließt dein Atem ganz gleichmäßig und ruhig. Dann komm wieder zur Mitte, streck die Beine einmal nach oben hin aus, die Fußzehen kommen zu dir heran, greife von der Seite an die Beine heran und dann lass mal die Beine sanfte Kreise beschreiben. Brauchst du die Unterstützung der Hände nicht, dann leg die Hände auf der Matte auf und schau mal, wie groß deine Kreise, wie ausladend sie sein dürfen, um dich wieder zurückzuholen in die Senkrechte. Auch hier mal die Drehrichtung ändern. Und dann langsam in der Mitte ankommen. Die Fußzehen nach oben und unten. Entspannt die Venenpumpe betätigen. Die Hände einmal unter den Po platzieren. Und kraftvoll in Zeitlupe die Beine mit angezogene Zehen ganz langsam Richtung Boden absinken. Die Hände wieder unter ihrem Griff befreien, die Handflächen nach oben hin auslegen und langsam in Shavasana übergehen. Shavasana, die Rückenecklage. Nimm einmal den Kopf nochmal nach rechts und nach links, um den Nacken von Verspannungen zu befreien. Atme nochmal tief durch und dann mach es dir so gemütlich wie möglich. Sei dir immer dessen bewusst, Shavasana ist die wichtigste aller Yoga-Positionen. Wenn du Zeit und Ruhe hast, dann bleibe in Shavasana so lange, wie dein Körper und Geist es benötigen. Lass dich ganz in deine Endentspannung hineinfließen. Entspanne auf allen Ebenen. Bleib einfach liegen und genieße die Ruhe und den Frieden. Pass gut auf dich auf, wir sehen uns wieder. Ich freue mich, dass ich dich hier in meinem Zuhause willkommen heißen durfte. Ich atme für dich noch einmal über die Seite ein, zur Körpermitte hinaus. Nimm den Sonnenstrahl mit in dein Herz und lass die Sonne im Herzen scheinen. Namaste.